Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein paar Neuheiten, die ich gerne in dieses Gesicht packen möchte. Und wenn du Bock drauf hast, mal so ein paar Sachen auszuprobieren, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Viele dieser Produkte, also eigentlich die meisten davon, bekommt ihr auch bei Lookfantastic, wo ihr mit Claudi Welt immer den maximalen Rabatt auf die Produkte bekommen könnt. Und ich starte jetzt erstmal mit ein paar Sachen, die nicht ins Gesicht kommen, sondern die ich jetzt demnächst mal in meinen Haaren testen werde. Beziehungsweise die habe ich schon mal gehabt von Tangle Teaser. Diese Detangling Hairbrush finde ich großartig. Finde ich einfach klasse. Ich mag es, dass wir hier nicht so Knöppel dran haben, sondern das ist einfach nur so eine... Ich glaube, das ist auch die Wet Brush, oder? Weiß ich gar nicht. Also die kommen jetzt auf jeden Fall direkt mit runter. Ich mag die sehr gerne. Die war jetzt, glaube ich, auch halt echt schön reduziert, ne? Ich finde die toll. Die kommen direkt, wie gesagt, unten in meinen Schrank. Dann habe ich mir von Y Sachen nachbestellt. Ich hatte auch schon welche in meinem Adventskalender drin gehabt oder in mehreren. Und da wollte ich jetzt auf jeden Fall mal die in Originalgröße ausprobieren. Das ist nicht günstig, aber wie gesagt, ihr könnt mit Claudi Welt halt ordentlich sparen. Und da habe ich mir dieses Set bestellt. Das ist einmal der einmal das Shampoo mit 300 Millilitern. Dann habe ich hier auch noch den Conditioner. Das ist beides für feines Haar, also für dünnes Haar, was ich habe. Und dann habe ich mir auch noch diese Haarmaske bestellt, auch für fein to medium. Hier, genau. Und da sind 236 Milliliter drin. Das ist halt so richtig Friseurbedarf gedönsen. Und ich hoffe, dass ich damit einfach nochmal meinen Haaren etwas mehr Liebe schenken kann. Das können die nämlich echt gebrauchen. Und ich habe hier noch etwas mitbestellt, was ich gerne an einen von euch verlosen möchte. Und zwar ist es von Spectrum, eine gute Pinselmarke, Leute. Ein Pinselset Ibiza und das ist jetzt auch gerade im Sale und wie gesagt, mit Claudi Welt könnt ihr nochmal zusätzlich sparen, aber ich habe es mir jetzt auch nochmal mitbestellt, um es halt an einen von euch zu verlosen. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau gerne mal rein und ich finde es sehr, sehr gut. Also ich habe schon von diesen Pinseln auch mir ganz, ganz viele bei Spectrum selber bestellt, ne? Und also direkt bestellt, als es das noch nicht so bei Lookfantastic gab und wow. Richtig schön, die haben auch klasse Limited Editions. Okay, also ich starte mit einem Produkt. Iconic London habe ich euch schon mal hier in Fullface zugeschminkt, geschminkt. Und da habe ich hier diesen Underglow Blurring Primer. Und wir haben aktuell auch Iconic London als, ich glaube, stark reduzierte Marke oder Marke, eine Marke des Monats bei Lookfantastic. Dementsprechend ist das Ganze da auch nochmal ein bisschen reduzierter. Und bei dem mag ich halt ganz gerne, dass er zwar Blurring ist, aber der ist jetzt nicht irgendwie trocken. Also das ist halt auch nochmal so ein Unterschied, ne? Der kommt ja so serumartig raus. Wenn ich den so auf dem Gesicht verteile, ist der irgendwie auch eher ölig. Also für mich sehr gut geeignet, weil ich mag es gerne, wenn mein Gesicht weich gezeichnet aussieht. Aber ich mag es nicht, wenn mein Gesicht ausgetrocknet wird, weil ich habe ja schon so eine trockene Haut. Als nächstes habe ich hier von Lumen eine CC Cream in der Farbe Light. Das ist diese hier. Die soll eine Medium Coverage haben, aber ich glaube, die wird eher eine leichte haben. Müssen wir mal gucken. Kommt einfach in der Tube und dann kann man sich das auftragen. Ach, guck mal. Das ist nicht so eine CC Cream, die weiß rauskommt und dann musst du halt erstmal zusehen, dass du die irgendwie, ne, dass die Farbpigmente sich aufbrechen, sondern die ist schon direkt getönt. Das finde ich ja schon mal ganz nice, ne? Ich verteile mir das jetzt erstmal mit dem Pinsel. Die gleicht wirklich leicht aus, ne? Ist für den Alltag, denke ich mal, ganz gut geeignet. Aber man sieht es hier, ne? Ich habe hier so durch Sommersprossen und generelle Hautgeschichten eine etwas unruhigere Haut und hier ist das Ganze etwas beruhigter. Ich finde es ganz gut und ich kau gleich mal. Genau, ich schaue gleich mal, ob ich die vielleicht sogar hier ein bisschen aufbauen kann. Ja, die Deckkraft lässt sich schon ein bisschen aufbauen. Nicht von schlechten Eltern. Wenn ich jetzt vielleicht ein paar Tage mal mehr in die Sonne gehen würde, um da mal im Garten vielleicht was zu machen oder so, wird mir das wahrscheinlich auch ein bisschen besser passen. Denn die ist ein Müh zu dunkel. Ich sehe so gesund aus, das mag ich. Und die sitzt gut auf der Haut. Schöne Sache. Muss ich jetzt auch nicht mit dem Schwämmchen nacharbeiten oder so? Die Kombination aus Primer und Foundation ist wirklich ein Traum. Das ist ganz toll. Da sind keine Poren irgendwie betont, auch nicht trockene Stellen oder so. Ich habe hier ja auch so eine Unreinheit. Die wird nur leicht kaschiert, die wird halt nicht komplett abgedeckt, aber dafür setzt sich das Produkt auch nicht so drauf. Schon schön. Also die, also ich verlinke euch sowieso alle Produkte in der Infobox, aber die ist eine mega Empfehlung gerade. Ich weiß nicht, ob es Elf bei Lookfantastic gibt, aber dieses Produkt habe ich mir letztens mal gekauft. Putty Color Correcting Eye Brightener und das ist halt in so einem rosa Farbton. Genau, und ich habe halt immer, wenn ich dann so Full Faces wie jetzt heute auch schminke, immer so ein paar Produkte, die ich dann zum Ergänzen quasi nehme. Ja, fair ist die Farbbezeichnung.
Und das ist halt so ein typisches Pöckchen, wir kennen es, ne? Da kann man mit dem Finger reingehen. Eigentlich hätte ich das wirklich besser unter meiner Foundation auftragen sollen. Aber na, ich gebe mir das jetzt so mit dem Finger und der entsprechenden Handwärme einfach so unter meine Augen und auch etwas auf meinen Augenlidern drauf. Haben wir jetzt natürlich nicht so eine ultimativ krasse Deckkraft oder sowas, aber einen leicht farbkorrigierenden Effekt, hoffe ich mal. Schon, ne? Also es ist jetzt nicht super krass, aber es fühlt sich auch sehr, sehr gepflegt an. Das heißt, bislang ist die Base auch wirklich so, dass ich sagen würde, das ist für Leute, die sich im Alltag einfach nur ausgleichen wollen. Auch komisch formuliert, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und nicht so bam in your face geschminkt sein möchten. Eine wirklich gute Geschichte. Dann habe ich jetzt hier etwas von Iconic London. Das ist jetzt ein sehr, sehr neues Produkt. Soll wie so eine Art flüssiger Bronzer sein. Instant Sunshine Bronzing Drops, 13 ml sind hier drin. Sieht absolut fancy aus. Erinnert mich ein bisschen an diese MAC Foundation Verpackung. Oh! Leute, das ist Gold. Ich bin jetzt nicht so der ultimative Fan von Glowy Bronzern, ne? Mal gucken, ob wir Freunde werden. Bin skeptisch. Fancy. Okay, dann nehme ich mir meinen Pinsel. Arbeite das mal ein. Das macht jetzt ja nicht so den Bronzy-Effekt, oder? Was meint ihr? Ich weiß nicht. Ich bin noch unentschlossen, Leute. Ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Vielleicht sieht das gleich auch fantastisch aus, wenn ich da hier Puder und so ein Kram drüber mache und dann nochmal einen Puder-Bronzer drüber gebe. Aber ich weiß nicht. Nee, das sieht ein bisschen Zinnmann-mäßig aus, oder? Das sieht doch fleckig aus, das muss so nicht, ne? Das ist nicht so wie vom Erfinder gedacht, denke ich mal. Aber wie gesagt, als Glowy Primer oder Inner Foundation drin kann das sicherlich klasse werden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen mit von hier CC Cream korrigieren, weil es doch merkwürdig aussieht. Abgefahren. Vor allem, weil ich jetzt auch noch von Iconic London diese Illuminateur Drops habe. Also das ist ja ein Liquid Highlighter. Das ist wirklich der Highlighter. Und das hier sind die Bronzing Drops. Ich hatte die, glaube ich, mal in klein. Aber da war ich noch nicht so der ultimative Fan von Liquid Highlightern. Deswegen hoffe ich, dass das jetzt mir besser gefällt. Das mache ich mal mit dem Schwämmchen einfach. Holla, die Waldwege. Ja, mhm. Das ist auch ein Highlighter. Gar keine Frage. Bin ja nur mit der Pipette da kurz dran geditscht, dreimal. Einmal dran ditschen hätte definitiv gereicht. Also das ist ja der Hammer. Es lässt sich auf jeden Fall gut verblenden, gar keine Frage. Aber das ist ja mal total abgefahren. Das ist ja mal so ein krassen Highlight-Effekt. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Uiuiui. Mhm, okay, ja, vor allem mit diesem Bronzing-Gedönsen ist es natürlich krass unterwegs, ne? Ich trage jetzt ein bisschen Lidschattenprimer auf. Ich weiß nicht, ob es den jetzt auch schon bei Lookfantastic gibt. Die haben jetzt Kiko ins Sortiment aufgenommen, die Standardprodukte von Kiko. Und da wollte ich euch mit diesem Augenprimer, den ich im Kiko Adventskalender drin hatte, einfach, ja, drauf anstupsen. Pearly Eye Base. Ja, das wird jetzt auch noch glowy. Ei, heute habe ich echt so ein richtig krassen Look irgendwie. Ich weiß auch nicht. Geplant war das nicht. Gut, ja, der kommt hier in der Tube. Da sind 10 ml drin. Wie gesagt, ich hatte den im Adventskalender von Kiko. Eieiei. Ich gehe davon aus, dass wir auch dieses Jahr den Kiko Adventskalender bei Lookfantastic finden werden. Denn Kiko bringt ja auch immer einen raus. Und das würde ich ja mal hart feiern, ne? Ich habe mir den ja sonst immer so auch bestellt. Aber wenn wir jetzt auch die Möglichkeit haben, den über Lookfantastic bestellen zu können, habt ihr dann auch die Möglichkeit, mit meinem Code darauf zu sparen. Das ist nämlich immer so diese praktische Geschichte, wenn Online-Shops gewisse Marken, die man sowieso schon mag und kennt, auch mit aufnehmen. Ja, ich habe ein Shiny Lid. Natürlich, wie sollte es auch anders sein? Heute ist echt so ein fancy Day. Da seht man schnell zu, dass ihr den dann auch eingearbeitet bekommt. Der ist nämlich nicht so glitschig, was ich ja positiv finde, ne? Also der trocknet wirklich an und wird dann auch hoffentlich gut halten. Und sieht auch auf meinen super trockenen Augenlidern, die ich aktuell einfach habe, gar nicht so total furchtbar aus, ne? Ich habe jetzt auch einfach bei mir aus dem Schrank genommen, hier von Kiko, so eine Face-Palette. Da sind einfach komplett Blush, Bronzer, Highlighter und Puder drin. Und dieses Puder werde ich jetzt einfach mal verwenden, um meine fancy Base, die ich jetzt einfach gerade habe, zu fixieren. Wow. Also da gehe ich jetzt erstmal für meine Augen mit einem Puffel rein. Trage mir das dann einmal komplett um meine Augen drumherum. Ja, die Fännchen sind leider nicht ganz so schön zum drin rumrühren, ne? Deswegen nehme ich jetzt auch so einen abgeschrägten Pinsel. Der ist etwas präziser. Abgefahren, was ein Puder dann mit der Base macht.
Das sieht nämlich gar nicht mehr so wild aus. Der Highlighter scheint immer noch durch und ist auch wirklich schön. Ne? Aber das ist nicht mehr so dieses Boom. Und der Bronzer sieht jetzt auch wirklich tragbar aus, auch wenn er ein bisschen fleckig aussieht. Da muss ich, ne? Das finde ich nicht ganz so optimal. Da werde ich gleich auch noch ein bisschen korrigieren. Aber ganz ehrlich, der Puder hat einen guten Dienst erweist. Erwiesen, erwiesen, Claudi. Du, ja, gut. Also, Puder ist aufgetragen. Hat auch irgendwie alles schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Bin ich gerade ein bisschen glücklich drüber. Ich habe jetzt ein, es ist kein wirklicher Bronzer. Eigentlich ist es eine Limited Edition, wo das Puder in einer sehr dunklen Farbe drin ist. Glaube ich jedenfalls. Das ist Chantecaille. Und von Chantecaille habe ich mir gedacht, habe ich mir jetzt schon so viele Produkte gekauft, da werde ich euch demnächst auch mal ein Fullface zu schminken. Das wird insane, sage ich euch. Hier habe ich das Flower Power Perfect Blur Finishing Powder in Medium Deep. Da habe ich mir gedacht, vielleicht gar nicht so verkehrt als Bronzer, weil die Farbe ist ja wohl mal richtig geil, oder? Ich weiß nicht. War halt reduziert und so. Und da habe ich mir gedacht, das wäre doch irgendwie abgefahren. Wenn ich das jetzt, weil ich brauche ja keinen mega, okay, das ist schon sehr dezent, keinen mega intensiven Bronzer immer bei mir. Ne? Das darf ja gerne leichter sein, weil ich ja auch einfach hell bin. Vielleicht funktioniert es als Bronzer super. Keine Ahnung, trage ich mir jetzt einfach auch mal hier auf. Das kommt raus. Da kommt was. Das sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. Das sieht sogar richtig gut aus. Ich bin so happy gerade. Ist das so gedacht, dass das auch ein Bronzer sein soll? Bin ich mir gerade nämlich überhaupt nicht sicher, also wirklich gar nicht. Aber es funktioniert gut als Bronzer. Vielleicht nicht mit so einem labbrigen Pinsel, sondern mit einem, der vielleicht etwas fester gebunden wäre. Und nicht mit dem Bronzer drunter, den ich jetzt drunter habe. Dann kann das was werden. Als Blush habe ich hier einen von Diego Dalla Palma in der Farbbezeichnung 29. Ist das, weiß ich nicht... Ist das die Farbe? 29 wäre jetzt ein bisschen öde. Ja, so schaut der aus und der sieht sehr kräftig aus, ne? Genau, das ist die Umverpackung. Und dann schauen wir mal, was der so mit meinem Gesicht anstellt. Ich bin interessiert daran. Trag den erst vorsichtig auf. Der ist auch gar nicht mal so schlecht pigmentiert, ne? Nur vorsichtig reingedippt, aber der verbindet sich richtig schön. Gerade mit den anderen Produkten, die auch schon auf dem Gesicht drauf sind. Und das ist ein schöner Ton für mich persönlich, ne? Ich merke nur jetzt, wo ich auch ein bisschen mehr hier so mit dem Pinsel arbeite, dass der Highlighter intensiv rauskommt. Wow. Aber die Farbe gefällt mir. Die ist schon schön. Ich sehe jetzt sehr, sehr sonnengeküsst aus. Sehr, sehr sommerlich. Und wir geben dem Gesicht jetzt noch ein bisschen mehr den Rahmen, indem ich hier einen neuen Augenbrauenstift verwende. Und zwar ist der von e.l.f. in Waterproof. Der Instant Lift Waterproof Brow Pencil in der Farbe Blond. Hier ein Spoolie dran. Und hier ein Stift, der ziemlich fett ist zum Hochdrehen. Der ist sehr, sehr weich, aber die Farbe passt ganz gut bei mir. Also vielleicht ein... Nee, die passt eigentlich ganz gut, ne? Ein Müh dunkel, ein Müh zu warm, aber ansonsten mag ich den leiden. Da hatte ich in letzter Zeit auch schon heftigere Geschichten, die nicht so gut gematcht haben, ne? Cool, doch, das gefällt mir, finde ich sehr, sehr schön. Braucht sich aber, glaube ich, relativ schnell auf, weil er recht weich ist, ne? Also, das muss man halt bedenken, trotzdem eine schöne Sache. Ein cooler Augenbrauenstift. Und da habe ich jetzt auch noch ein Augenbrauengel, das kommt von Bare Minerals, das Strength and Length Serum Infused Brow Gel. Das ist jetzt in durchsichtig und das hat ein richtig aufregendes Bürstchen. Also das fand ich auf der Homepage sehr interessant, als ich das gesehen habe und hoffe, dass ich damit dann auch meine Augenbrauen perfekt in Szene setzen kann, weil das ist so ein abgeknicktes Füßchen irgendwie. Huch, mal gucken, wie das so hält dann auch, ne? Und die Konsistenz gefällt mir ehrlich gesagt auch ganz gut, weil du kriegst nicht zu viel und nicht zu wenig auf die Augenbrauenhärchen jetzt so drauf, ne? Jetzt muss es nur noch ordentlich hart werden und halten. Ich habe super trockene Lippen. Deswegen gibt es jetzt erstmal ein bisschen Lippenöl. Das ist jetzt von Clarin. Das hatte ich in einem Adventskalender drin. So Kirsche, ne? Schmeckt ganz gut. Fühlt sich gut an und pflegt die Lippen richtig toll. Nee, eigentlich ist es Pitaya 04 und nicht Cherry. Keine Ahnung, ich finde, das riecht nach Cherry. Nun, wir machen weiter mit einer Lidschattenpalette. Die hatte ich bei Sarah Isabel gesehen, Like a Daisy in Spring, verlinke ich euch auch super gerne in der Infobox. Das ist die Revolution Y2K Limited Edition Palette und die hat mich schon angesprochen. Ich bin eigentlich nicht so der ultimative Fan von Revolution Paletten und hoffe, dass die jetzt mal ein bisschen mehr Kabel macht. Dreamy nennt die sich. Wir haben hier nicht viele matte Töne drin, vor allem sind es Schimmertöne. Ja, ne?
das ist schon meine Welt. Sehr pastellig. Und der hier, der Buff, der ist zwar matt, hat aber so einen leichten Schimmer mit drin. Der BFF ist ein matter Ton und der Biebs ist ein matter Ton. Das war's. Alle anderen sind schimmernd oder ja, seidenmatt. Nee, die sind alle schimmernd eigentlich, ne? Krass. Und das soll mich daran erinnern, dass die 90er zelebriert werden möchten. Und das ist ja auch so, ne? Ich bin 89 geboren worden. Die 90er ist die Zeit gewesen, wo ich sehr, sehr jung war. Und ja, dann schauen wir mal, was die jetzt auf den Augen anstellen wird. Ich werde jetzt zuallererst den Ton Buff verwenden. Das ist dieser sehr helle Lavendelton. Und damit einfach mal mein Auge so ein bisschen vorbereiten. Also das hier schon mal so in die Lidfalte reinsetzen. Dann nehme ich mir jetzt den Ton Biebs. Das ist dieses extrem schöne Pinkton-Ding, wo auch ein Herz eingestanzt ist. Und den setze ich mir hier außen an. Wow, der ist intensiv, pastellig nicht. Eher Neon, würde ich sagen, wenn ich den jetzt auch aufbaue, ne? Dann nehme ich mir jetzt den letzten Schimmerton BFF. Das ist ein sehr, sehr helles, fast schon, ja, orangefarbenes Braun, keine Ahnung. Nehme ich jetzt auch mit dem Blendepinsel, klatsch, klatsch, und setze das an meinen unteren Wimpernkranz. Damit sieht man nicht wirklich was, ne? Nee, da muss ich einen Pinsel nehmen, der etwas fester gebunden ist. Da habe ich hier so einen Point Brush. Sehr subtil, doch, ne? Was diese Palette aber vor allem möchte, ist schimmern, schrill sein und schreien. Und deswegen verwende ich jetzt erstmal den NYX Glitter Glow, um mein Lid vorzubereiten und zu machen, dass die Töne gleich auch richtig derbe halten. Man könnte jetzt großartigerweise hier auch sehr monochrom unterwegs sein, weil du hast hier sehr viele Rosatöne, lila Schimmertöne. Aber ich möchte erstmal so ein bisschen was Auffälligeres haben, ist klar, ne? Ich nehme den Fly. Wer hätte was anderes erwartet? Genau, das ist ein, ja, mintgrün Schimmerton und der leuchtet gerade auf meinem Finger richtig intensiv. Den setze ich mir auf mein Zentrum. Der geht richtig schön ab, das mag ich. Gut, dann nehme ich mir als nächstes den Ton Okay. Das ist dieser hier und der ist im Pfändchen, sieht er gar nicht so aus, aber ich habe das eben gesehen, als ich den so von der Seite gesehen habe. Der ist so ein bisschen Duochrome Lila, oder täusche ich mich da? Ich, ne, sehe jetzt nicht so den Mega-Shift, aber es ist schon so ein bisschen von diesem Champagner ins Lila gehende. Den setze ich mir in mein inneres Drittel. Oh ja, und den ziehe ich mir auch ein bisschen dann mit auf diesen Mint-Grün-Ton. Der ist schön und der passt da auch ganz gut hin, ne, weil der noch ein Müh heller ist. Und jetzt für außen brauche ich noch irgendwas Abgefahrenes. Dieser fancy marmorierte Ton So Hot. Der ist eher seidenmäßig unterwegs, also der hat nicht so super viel Schimmer drin, ne? Wie das jetzt bei den anderen Tönen der Fall war. Aber ich mag das, was ich sehe. Also da hat Revolution eine Palette, die ich auch sehr, sehr toll finde. In meinen Innenwinkel gebe ich mir jetzt noch den Ton Power. Das ist halt so ein Perlglanz, super heller Ton. Bäm, die 90er haben angerufen, sie möchten ihren Augenlook wieder haben. Nein, das ist mein Augenlook und der bleibt genau da. Sei denn, ihr wollt ihr nachschminken. Hierzu gehört definitiv ein Eyeliner, damit die Augen wieder etwas wacher wirken. Dann nehme ich jetzt hier einfach von Too Faced den Better Than Sex Eyeliner. Der ist halt echt eine scharfe Kiste, kannst du nicht anders sagen, ne? Da kann man sehr fein mitmalen. Hier habe ich eine kleine Größe von dem Prep Set Glow von Iconic London, das Original. Das hatte ich auch mal irgendwo in einem Adventskalender oder so mit drin. Keine Ahnung, ist halt wie gesagt eine kleine Geschichte mit 30 Millilitern. Kommt relativ nass raus und es hat halt auch wirklich Glow mit drin. Also diese Schimmerpigmente sehen wir ja schon in dem Ding selber. Das heißt, ich habe jetzt noch mehr Glow im Gesicht. Wow. Also ich weiß nicht, nenne ich dieses Video vielleicht Claudia wird zur Disco-Kugel. Farblich passt das auf jeden Fall. Vom Glow her passt das auf jeden Fall auch. So, jetzt werden erstmal die Wimpern gebogen. Und dann habe ich hier von e.l.f. die Lash and Roll Mascara. Ich glaube, das ist eine relativ neue. Ne? Die wollte ich mal ausprobieren. Also relativ viel Iconic London und e.l.f. Cosmetics heute hier dabei. Aber finde ich ganz interessant. Okay, das ist eine Gummibürste, die so bananenförmig ist. Kommt einem ja schon von dem einen oder anderen sehr bekannt vor. Und dann schauen wir mal, was die jetzt mit meinen Wimpern so anstellen wird. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Es ist nicht nur eine schöne Mascara zum Solo-Tragen, sondern auch zum Kombinieren, glaube ich, wenn man eine Mascara hätte, die man etwas mehr ausbürsten möchte, weil hier diese Bürstchen sehr, sehr doll trennen. Das ist jetzt in 3 Schichten aufgetragen. Es ist nicht dieses mega krasse Wimpernergebnis, was ich normalerweise gerne habe. Das heißt, wenn ich meine Augen aufhabe, sehen meine Wimpern schön verlängert und geschwungen aus, aber sie haben halt nicht das Volumen, was ich normalerweise richtig feiere. Trotzdem ist es eine schöne Mascara und ich finde auch zu diesem, ja, für mich hellen und fast schon leichten Augenlook passt das auch sehr, sehr gut. Ne? Also das ist eine schöne Mascara, die man sich auf jeden Fall angucken kann, trocknet aber relativ schnell an. Das muss man vielleicht auch wissen, wenn man die Mascara schichtet, da sollte man nicht allzu lange warten zwischen den beiden Schichten. Oh Gott, dieser Glow, wow. Das ist die Frisur zum Look. Oh, da könnte ich doch vielleicht meine neue Bürste einmal verwenden und auch demonstrieren, wie leicht sie durch die Haare durchgleitet. Also die ist wirklich klasse, ne? Da reißt du dir wirklich nicht viele Haare raus und kommst gut durch die Haare durch. Ah, herrlich. Und ich mag es halt, dass die auch einen Stiel hat, ne? Das ist alles sehr schön shiny, piney, feiny. Ja, ich mache jetzt das Lippenöl mal runter. Das hat sehr schön gepflegt und jetzt verwende ich ein neues Produkt von NARS. Die haben auch mal was Neues im Sortiment. Take Me Home 170 ist dieser Power Matte High Intensity Lip Pencil von der Farbbezeichnung her. So schaut der aus. Ist eine abgefahrene Farbe, aber die Swatch-Bilder haben mir sehr gut gefallen und ich glaube, das könnte sogar zum Look passen. Boah, der ist total cremig, also den kannst du wirklich schön auftragen. Der ist nicht so hart, wie ich erst gedacht hatte. Und man spart sich ja auch den Lip-Liner, ne? Weil du hast es ja hier mit dran. Man muss dieses Ding anspitzen, da ist ganz viel Produkt drin. Krass, wie der schmilzt, das ist so angenehm. Da muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht zu sehr eskaliere hier. Also die Farbe finde ich auch sehr hübsch. Das hat auch so ein bisschen was Ziegelsteinmäßiges, weil das diesen leichten Orange-Einstich mit dabei hat. Aber ich finde wirklich, dass es auch sehr gut zum Look passt. Und ich finde, der macht weiße Zähne. So ein bisschen. Naja, cooles Produkt. Man sollte halt hier dran denken, den auch anspitzen zu können. Okay, ich habe jetzt einmal den Look hier fertig für euch. Und ich finde ihn sehr schön. Also der schreit für mich nach Frühling, ne? Wegen dem Glow, wegen dem hellen, pastelligen auf den Augen. Das Bunte ist halt einfach voll meins. Das kennt ihr von mir. Vielleicht vom Bronzing-Gedönsen hier etwas zu viel. Also ich muss wirklich gucken, wie ich dieses Produkt hier noch weiter verwende. Ob ich das als Bronzer weiter verwende oder ob ich den als Primer oder als in die Foundation gemischt verwende. Ansonsten fühlt sich das alles sehr, sehr gut an. Überhaupt nicht trocken oder unangenehm. Es fühlt sich sehr leicht auf der Haut an. Die Augenbrauen sind nicht festgetackert, aber trotzdem trocken. Ich fühle den Look, ne? Alle Produkte sind in der Infobox verlinkt. Hier ist es vielleicht ein bisschen unruhig, weil die Foundation wenig Deckkraft hat. Also eine leichte bis medium Deckkraft, ne? Das heißt, hier sowieso so ein paar Unebenheiten, in Anführungsstrichen, durchscheinen. Und dann habe ich auch noch den Liquid Bronzer drauf, der das halt auch irgendwie noch ein Stück weit betont. Das ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten, Leute, gefällt mir das Ergebnis. Ne? Ich fühle mich kunterbunt wie ein bunter Hund und ich mag es irre gerne, ihr Lieben. Schaut in der Infobox vorbei, alles dort verlinkt. Claudi Welt gibt euch bei Lookfantastic Rabatt. Ansonsten, denkt an die Verlosung. Und wenn es dir hier gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.